So, liebe Leute, da ja zurzeit die Schlotternächte sind und gerade auch wieder das Event des kopflosen Reiters am Laufen ist, dachte ich mir, ich zeig das einfach mal wieder, da ja jedes Jahr auch wieder neuer Loot dazu kommt, beziehungsweise der Loot aufgewertet wird und wie das schon seit Anbeginn der Zeit so ist, kann man das Event hier im Friedhof starten, im Klosterfriedhof, in der Friedhofsabteilung, und hier drückt man dann auf den Kürbiskopf und dann kommt der kopflose Reiter hier und man kann den besiegen, gegen den kämpfen. Der ist genauso einfach wie eh und je, also jetzt mit dem neuen Patch sogar noch viel einfacher als vorher. Also wirklich gar kein Problem. Man muss halt immer abwechselnd auf den Reiter gehen und dann auf den Kopf, weil man den Reiter nicht einfach umflexen kann. Wenn man die Leben einmal auf Null gepumpt hat, wird er halt immun gegen den Damage und man muss auf den Kopf gehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Reiter hier auch alleine hinbekommen würde, weil er einfach witzlos einfach ist. Ich bekomme wirklich gar keinen Damage und der Heal muss mich auch nicht wirklich heilen. Also das ist wirklich nicht besonders viel. Ja, und da ist der Boss auch schon down. Wenn man zum ersten Mal, also einmal am Tag, bekommt man eine Daily Quest. Dann bekommt man hier noch einen Beutel, wo das Mount drin sein kann. Zu einer gewissen Prozentchance. Ansonsten, mehr geht hier nicht. Das war's an dieser Stelle. Kleines, kurzes Video einfach mal wieder über den Event-Boss und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao.